Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in unserer Duisoner Kirche. Schön, dass Sie sich heute Morgen so zahlreich auf den Weg hierher gemacht haben, um diesen Gottesdienst zu feiern. Heute begehen wir das 100-jährige Jubiläum des DRK-Ortsverbandes aus Duisoner. Das ist ein schöner Grund zum Feiern. Schön, dass wir das hier in der Kirche und im Gottesdienst tun können. Es passt auch sehr schön, denn heute am 7. Sonntag nach Trinitatis, im Volksmund auch der Brotsonntag genannt, geht es um die Güte Gottes, der für uns Menschen sorgt, und zwar für uns Menschen an Körper, Geist und Seele. Wir werden als Evangelium die Geschichte von der Speisung der 5000 hören und auch in der Predigt darüber nachdenken, wie sich Gott der Nöte der Menschen annimmt. Doch zunächst einmal lasst uns gemeinsam ein Lied singen, und zwar Nummer 317 im Gesangbuch »Lobe den Herrn«.
schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mach unser Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich lese aus dem Evangelium bei Johannes im 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silberbroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten die 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, endlich er wieder auf den Berg, er allein. Amen. Lasst uns gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt und durch die Zeiten hindurch unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Leben.
Unglück denken, es wäre nicht gerecht. Ist es nicht seltsam, dass Erfahrungen, die wir vergessen wollen, uns am längsten in Erinnerung bleiben, aber Momente, die wir festhalten möchten, so schnell an Deutlichkeit verlieren? Ist es nicht seltsam, dass wir darauf bestehen, für eine Sache kämpfen zu dürfen, aber es lästig empfinden, um etwas kämpfen zu müssen? Ist es nicht seltsam, dass wir in guten Zeiten voller Optimismus sind, in schlechten Zeiten aber jegliche Zuversicht fehlt? Ist es nicht seltsam, dass das Gegenteil von Liebe die Gleichgültigkeit ist, das Gegenteil der Gleichgültigkeit aber auch der Hass sein kann? Ist es nicht seltsam, dass wir ein Leben lang das Glück in der Liebe suchen, anstatt das Leben zu lieben und darin unser Glück zu finden? Ist es nicht seltsam, dass Freudentränen genauso schmecken wie die aus Schmerz und Kummer, sie unser Leben aber einen völlig anderen Geschmack verleihen? Ist es nicht seltsam, dass wir es genießen, wenn wir alleine sein können, aber daran verzweifeln, wenn wir alleine sein müssen? Ist es nicht seltsam, dass wir von angenehmen Dingen nie genug bekommen können, aber von unangenehmen sofort die Grenze erreicht ist? Ist es nicht seltsam, dass alles gegeben zu haben immer noch zu wenig sein kann und nichts bekommen ein irgendwann zu viel wird? Ist es nicht seltsam, dass wir viele Dinge erst richtig sehen, wenn wir unsere Augen verschließen und manchmal ein dunkler Schatten etwas erst rechte Licht rückt? Ist es nicht seltsam, dass wir etwas finden kann, ohne danach gesucht haben, und dass alle diese Fragen eigentlich Antworten sind?
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, 100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz in Duisburg. Das ist ein Grund zum Feiern. Zur Geschichte des Ortsverbandes hier in unserem Dorf. Davon werden wir nachher sicherlich bei der Feier im Gasthaus noch einiges zu hören bekommen. Deshalb verkneife ich es mir an dieser Stelle, die 100 Jahre Revue passieren zu lassen. Aber ich möchte einmal noch kurz erinnern, wie das Rote Kreuz gegründet wurde, wie es die Idee dazu entstanden ist. Der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant hat 1859 eine Schlacht miterlebt oder die Folgen davon gesehen, das furchtbare Elend, das der Krieg hervorruft. Und er fasste dann damals den Beschluss, da müssen wir etwas dagegen tun. Und so gründete er mit einigen Freunden das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor nun schon über 150 Jahren. Er handelte unter dem Eindruck des Elends, das der Krieg hervorgerufen hat, und wollte etwas unternehmen. Und das tut das Rote Kreuz und in der muslimischen Welt der Rote Halbmond nun schon seit insgesamt über 150 Jahren. Man hilft den Verwundeten im Krieg oder auch nach Unfällen. Man kümmert sich um Kranke. Man sorgt auch dafür, dass genug Blut vorhanden ist mit dem Blutspendedienst, der ja auch bei uns in Duisburg sehr aktiv ist. Um notleidende Menschen und darum, wie ihnen geholfen wird, darum geht es auch in dem biblischen Text, über welchen ich heute mit Ihnen nachdenken möchte. Er nimmt uns mit in die Zeit des Alten Testaments und der Hintergrund des Textes ist eine Dürre im Land, die zu einer Lebensmittelknappheit und damit auch zu großem Not und Elend führt. Auch wenn so eine Dürre ein Naturereignis ist, wird sie auf das uneinsichtige menschliche Handeln zurückgeführt, so wie wir ja auch heute den Klimawandel als eine Folge unserer Unvernunft ansehen müssen. Und zwar ist hier der handelnde König Ahab. Die Könige des Nordreichs Israels, die werden in der biblischen Geschichtsschreibung allesamt sehr kritisch gesehen. Da kommt eigentlich keiner richtig gut weg. Aber der schlimmste von allen ist dieser Ahab. Ein übler Diktator, der auch schon mal seinen Nachbarn ermorden lässt unter einem Vorwand, um sich sein Land anzueignen. Kennt man auch von heutigen Diktatoren. Ein ganz schlimmer Herrscher, der auch, und dann gerade das kritisiert die Bibel, den Götzendienst in Israel einführt. Er oder seine heidnische Frau, die er aus politischen Gründen ja geheiratet hat, sie führen dort den Kult des Baal und der Aschera ein, des Wettergottes und der Fruchtbarkeitsgöttin, ein sehr materiell ausgerichteter, heute würde man sagen kapitalistischer Kult. Und in der Zeit steht der Glaube an Gott oftmals nicht besonders hoch im Kurs. Man könnte Parallelen zu unserer Gegenwart durchaus sehen. Doch es gab zumindest einen, der sich vom Zeitgeist nicht blenden ließ, und zwar den Propheten Elia. Der steht treu zum Glauben an Gott und er kritisiert mutig den grausamen Herrscher Ahab. Er warnt ihn auch vor der kommenden Dürre, doch der will nicht auf ihn hören. Genauso wie es uns heute schwerfällt, auf solche Warnungen zu hören, weil wir uns doch vielleicht kurz erschrecken, aber doch nicht zu einer nachhaltigen Veränderung bequemen Verhaltens bewegen lassen wollen. Elia dagegen ist mutig, er kritisiert den König und er muss mehrfach vor Ahabs Wut fliehen. So auch jetzt in der Geschichte, die wir hören, aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr,
der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und so geschah es nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Liebe Gemeinde, es ist die Geschichte von wunderbaren Rettungen aus der Not. Zunächst der Rettung des Elia und dann auch der Witwe und ihres Sohnes. Es ist eine gegenseitige Rettung, die sich die Menschen hier einander zukommen lassen, doch letztlich geschieht sie durch Gott, der es gut mit uns Menschen meint. Doch fangen wir von vorn an. Elia ist auf der Flucht vor dem aufgebrachten König Ahab. Sein Leben ist bedroht durch den Diktator, der seine Kritiker verfolgt, so wie es Diktatoren bis heute tun. Er verbirgt sich vor ihm in der Natur. Am Bach Krit setzt er sich hin in der Einöde. Er trinkt aus dem Wasser des Baches und er wird, und das ist etwas, finde ich, Wunderbares, er wird von Raben versorgt, die Gott ihm schickt. Die bringen ihm Brot und Fleisch. Gott sorgt für die Seinen, so sehen wir es hier, wenn nötig auch auf ungewöhnliche Weise. Und zwar sorgt Gott, auch das merken wir immer wieder in der Bibel, er sorgt für den ganzen Menschen. Er sorgt für Körper, Geist und Seele. Gott ist also keineswegs nur für die Innerlichkeit des Menschen zuständig, sondern für den ganzen Menschen. Das haben wir ja auch im Evangelium gehört. Es kamen über 5000 Menschen, 5000 Männer alleine, die sich lagerten. Sie kamen zu Jesus, um sein Wort zu hören, um von ihm Nahrung für Geist und Seele zu empfangen. Aber er sorgt genauso für ihr körperliches Wohl, gibt ihnen zu essen. Und so ist es auch hier.
sondern auch durch Nahrung. Denn selbst ein Prophet lebt schließlich nicht nur von Luft und Liebe. Als der Bach austrocknet, wegen der Dürre im ganzen Land, wird Elia von Gott nach Sarepta bei Sidon, im heutigen Libanon, geschickt. Das mag ihn verwundert haben und ebenso wohl auch die ersten Leser dieser Worte, die alten Israeliten, denn Sarepta liegt im Gebiet der heidnischen Phönizier. Zwar hielt deren Kult des Wettergottes Baal und der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera durch Ahab und seine Frau Isabel auch in Israel Einzug. Es war ein Zeitgeist der religiösen Beliebigkeit, ähnlich vielleicht wie heute, so dass viele Menschen ihre Wurzeln, die Wurzeln ihres Glaubens an Gott, verloren haben und gar nicht mehr merkten, was ihnen verloren ging, dadurch, dass sie abgeschnitten wurden von dem, was ihnen Kraft und Trost und Hoffnung gegeben hat. Das hat es auch in Israel sich immer breit gemacht, aber man könnte fragen, warum schickt Gott selbst den Elia zu diesen heidnischen Phöniziern hin? Gottes Wege sind oft geheimnisvoll und unergründlich. Man braucht manchmal schon Vertrauen, so wie es Elia hat. Denn Gott ist nicht allein für die Frommen da, die an ihn glauben, sondern für alle Menschen. Elia hat das Vertrauen, er macht sich auf sein Wort hin auf den Weg nach Sarepta und er findet gleich am Stadttor die Witwe, von der Gott zu ihm gesprochen hat. Sie ist bereit, diesem Fremden zu helfen, will sofort losgehen, um ihm Wasser zu holen. Doch als er ihr hinterherruft und sie auch noch um etwas Brot bittet, da zeigt sich die bittere Armut dieser Frau. Sie hat nicht einmal genug für sich selbst und ihren Sohn. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Doch Elia nimmt dieser armen Frau ihre Sorgen. Fürchte dich nicht, sagt er zu ihr. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring es mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und genau so geschieht es. Und so werden beide Seiten gerettet, Elia und die Witwe mit ihrem Sohn. Sie helfen sich gegenseitig und schon diese Solidarität unter völlig fremden Menschen ist in meinen Augen etwas Wunderbares. Und in dem solidarischen Handeln der Menschen ist verborgen Gott am Werke, der sich beiden liebevoll zuwendet. Dem Propheten Elia, der Gott schon immer fest vertraut hat, ebenso wie der heidnischen Frau, die am Anfang noch sagte: So wahr dein Gott lebt, also nicht mein Gott, nicht der Gott dieser Frau, sondern der des fremden Mannes. Am Anfang ist diese Distanz noch da, aber im Laufe dieser Geschichte, die wir in der Bibel auch noch weiterlesen können, da sehen wir, da wächst auch bei dieser Frau das Vertrauen zu Gott. Liebe Schwestern und Brüder, Gott handelt durch Menschen, gerade wenn sie aus der Liebe heraus leben, solidarisch handeln und Notleidenden helfen. Und so liegt Gottes Segen auch auf der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, das sich für Menschen in Not einsetzt. Seit 100 Jahren auch hier bei uns in Duisburg. Und das ist wirklich ein schöner Grund zum Feiern. Und der Friede Gottes,
welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.